Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und im letzten Video bin ich ja mit der Straßenbahn der Bogestra bis nach Hevendorf gefahren und von dort aus geht es für mich nun erstmal ein Stück zu Fuß, so 30, 45 Minuten in Richtung Uni von Bochum, genau genommen nicht zur Uni, sondern zum nahegelegenen Stadtteil Bustadt. Und dort endet die Stadtbahn von Bochum und mit dieser werde ich jetzt heute fahren. Hier kommen zum Beispiel solche B80D, also Stadtbahnwagen Typ B, zum Einsatz. Von der Endhaltestelle Hustadt geht es dann eben zur besagten Universität von Bochum. Riesengelände mit auch einem großen eigenen Bahnhof, wo wir dann hier anhalten. Ja, und dann geht es weiter in Richtung Stadtzentrum. Neben den B80D kommen auch noch moderne Wagen zum Einsatz mit dem Namen Tango. So einen kann man jetzt gerade hier in der Station erkennen. Dann geht es noch ein kurzes Stück oberirdisch und im Zentrum dann selber aber, wie für eine Stadtbahn typisch, unterirdisch. Ich fahre noch über den Hauptbahnhof hinaus, das ist so die zentrale Haltestelle dann, zumindest was Umstiege angeht. Ich fahre aber fast bis zur Endstation, nicht ganz, aber ich fahre bis zum Bahnhof von Herne und dort steige ich dann aus und wechsle dann ausnahmsweise auf die S-Bahn, allerdings nur, weil es der Rückweg ist und ich sonst eine Strecke doppelt fahren müsste. Und so kürze ich hier einmal ganz kurz mit der S-Bahn ab in Richtung Gelsenkirchen, wo es dann im übernächsten Video weitergehen wird. Ja, hier seht ihr jetzt, von wem die Musik stammt, dann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.